einen wunderschönen guten Abend. Ich bin heute in einer Telco mit den Ortsbeauftragten Herrn Armin Hitzemann und den Helfersprecher Mike Schwarz-Kikul verabredet. Natürlich halten wir die Telco aus den Maßnahmen, die wir alle schon kennen, Abstand halten und so weiter. Heute findet im OV natürlich auch unter Einbeziehung der Maßnahmen eine besondere Aktion statt. Armin, kannst du uns dazu was erzählen? Ja. Wir produzieren Spuckschutzmasken. Und zwar ist es so, dass das ja jetzt Vorschrift ist überall und wir benötigen die für unsere Helfer und deren Familien. Und deswegen machen wir unter den entsprechenden Voraussetzungen mit Abstand und dergleichen Spuckschutzmasken für die Helfer. Mike, ich hatte dir heute Nachmittag eine per Post in deinem Briefkasten zugestellt, eine Maske zum Ausprobieren. Wie war dein erster Eindruck? Sehr toll, sieht sehr professionell aus und wenn wir damit in Großproduktion gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch sehr gleichmäßig damit auftreten können. Armin, du warst vorhin im Ortsverband und hast dich mal über die Anzahl der Masken schlau gemacht. Wie viele sind bis jetzt produziert worden? Na, natürlich läuft es am Anfang sehr langsam an, man muss das organisieren, auch gerade unter Berücksichtigung des Abstandes. Und von daher sind wir ganz am Anfang gewesen mit 10 Stück, aber ich bin guten Mutes, dass wir die Produktion doch noch deutlich erhöhen in dem Zeitraum und wir sollten dann mal schauen, was wir nach 2-3 Tagen zusammengekriegt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Interview.